Die EZB wird heute die Zinsen senken und die Märkte preisen eine immer höhere Wahrscheinlichkeit ein, dass Donald Trump nächster Präsident werden wird. Und das wiederum hat Auswirkungen auch auf die Zinsen in der Eurozone. Denn wenn Donald Trump kommt, dann kommen Zölle. Das wird die europäische Wirtschaft belasten. Das dürfte dazu führen, dass die EZB dann die Zinsen noch weiter, noch schneller senken muss. Aufgrund der ohnehin schon schwachen Wirtschaft dürfte das Ganze für die Euro-Wirtschaft dann noch schwieriger werden. Und dass Donald Trump gewinnt, wird jetzt immer wahrscheinlicher, zumal wir jetzt einen Auftritt hatten heute Nacht von Kamala Harris bei Fox News, der alles gezeigt hat, was irgendwie schief läuft bei Kamala Harris. Sie antwortet nicht wirklich auf Fragen, beziehungsweise ihre Aussagen sind nicht konsistent, und das war ein herber Rückschlag erneut für die gute Harris. Und man muss keine Sympathien haben, so wie ich, für einen oder den anderen Kandidaten. Ich würde beide nicht wählen, aber eins ist klar, so wird Kamala Harris die Wahl nicht gewinnen können. Das ist jetzt immer offensichtlicher, und wir sehen an bestimmten Segmenten des Marktes, dass das auch jetzt immer mehr die Markterwartung wird. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir die Leitzinserwartung, die innerhalb der EZB, man wird also um ein Viertelpunkt die Zinsen senken, um ein Viertelprozentpunkt. Und hier haben wir unten mal EZB Speak Index shows dovish sentiment. Also die EZB-Sprecher sind dovischer geworden in letzter Zeit. Liegt auch daran, dass die Wirtschaft schwach ist, dass vor allem der Industriesektor schwach ist in der Eurozone. Also sagen die, wir müssen jetzt unbedingt die Zinsen senken. Hier sehen wir das nochmal, vor allem Manufacturing ist ein Problem. Hier sehen wir, dass gerade der Bereich Employment, also Beschäftigung, deutlich zurückgeht. Wir haben diese Warnsignale, VW, die wahrscheinlich Mitarbeiter entlassen. Wir haben Insolvenzen, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Ländern läuft es nicht allzu gut, wenngleich immer noch besser als in Deutschland. Aber das ist natürlich Zufall, meine Damen und Herren. Und so sehen wir, dass der Euro-Dollar, der noch nicht lange her, nämlich Ende September, ganz entspannt bei 1,12 gehandelt hat, jetzt bei 1,850 ist und im Grunde in einem Sinkflug ist mit einem Doppeltop, das wir hier sehen. Jetzt wird es natürlich auf die Aussagen der EZB ankommen. Wie geht es weiter mit der Zinspolitik? Interessant ist auch, der Dollar gestern wieder mal zugelegt. Ich glaube, es war der 10. oder 11. Handelstag in Folge, wo der Dollarindex stärker geworden ist. Und das Interessante ist, dass Gold dennoch nicht schwächer wird. Normalerweise ist das schon so ein bisschen gekoppelt. Schwacher Dollar ist starkes Gold. Starker Dollar ist eher schwächeres Gold. Das ist derzeit nicht der Fall. Hier sehen wir das mal invertiert bei diesem unteren Chart. Finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Die Märkte sehen, dass da etwas aus dem Ruder läuft, dass diese Zinssenkungen möglicherweise eben dann wieder inflationäre respektive stagflationäre Tendenzen hervorrufen in einer Wirtschaft, die aber nicht mehr so richtig wächst, weil die Schuldendollars, die Schuldeneuros immer weniger effektiv werden. Jetzt der Auftritt eines sehr respektablen Menschen, nämlich Stan Druckenmiller, eine Investorenlegende, wirklich von beeindruckender Größe, der gesagt, ich muss sagen, dieser Markt und die Insights des Marktes zeigen, dass die Märkte glauben, dass Trump gewinnt. Man sieht das in Bankaktien, man sieht das bei Krypto, man sieht das in DJT, das ist diese Social Media Plattform von Sad Donald. Druckenmiller auch gesagt, wir haben Bonds geschortet, also auf steigende Anleiherenditen gewettet, als die Fed 50 Basispunkte die Zinsen gesenkt hat. Er bereut den Verkauf von Nvidia. Er ist auch weder von dem einen noch von dem anderen Kandidaten überzeugt. Wie er hier sagt, weder Trump noch Harris. Aber auf jeden Fall sagt er, dass eine Fed wohl hawkischer unter Trump werden wird, weil eben mit der Erhöhung der Zölle dann unmittelbar ein inflationärer Effekt kommen dürfte. Die Amerikaner müssen das dann bezahlen. Es sind nicht die Chinesen, die das bezahlen, sondern es sind faktisch die Amerikaner, die die Zölle bezahlen. Aber Trump meint, okay, wer Zölle vermeiden will, der kann ja in den USA produzieren. Wie auch immer, wir sehen hier den Goldman Republican Victory Basket geht im Grunde jetzt steil nach oben seit und bei der ersten Drittel des Septembers geht es nur noch nach oben, nachdem vorher ja diese Kamala Harris Euphorie der Fall war, die aber weitgehend verpufft ist. Und weil sie verpufft ist, muss Harris das machen, was sie vorher sorgsam vermieden hat, nämlich Medienauftritte. Und diese Medienauftritte wiederum sorgen leider dafür, dass sie in den
den Umfragen weiter nach unten geht. Das ist sozusagen die Doom Loop, also schlechte Umfragewerte, also rein in die Medien, schlechtes Interview, also Umfragewerte weiter nach unten. Das ist sozusagen das Drama, das derzeit der Fall ist bei diesem Interview bei Fox. Da haben die Leute, wie der Moderator erzählt hat, versucht hier zu winken und zu sagen, so, stopp, abbrechen, weil sie schon gemerkt haben, dass die ganze Geschichte wohl nicht in die gewünschte Richtung läuft. Wir sehen hier, let me be clear, so hat es Harris gesagt, meine Präsidentschaft wird nicht eine Fortsetzung von der Biden-Präsidentschaft sein. Genau das hat sie aber vorher anders gesagt, als sie gefragt wurde, ja, wo ist denn der Unterschied, was würdest du anders machen? Ja, eigentlich nichts würde ich anders machen. Und jetzt kommt sie eben mit der doch, ich würde was anderes machen. Also es ist nicht konsistent, es ist nicht wirklich glaubwürdig. Dann ist eben hier immer wieder dieser Versuch, irgendwie über Trump herzuziehen, Trump als instabil zu bezeichnen. Das wird nicht reichen, nur gegen Trump zu sein. Das ist ihr großes Problem. Hier sehen wir, wie Biden und Obama miteinander tuscheln mit besorgten Mienen. Ob sie über Kamala Harris gesprochen haben, weiß man nicht. Aber sie machen sich offenkundig Sorgen. Die Dinge gehen in die falsche Richtung. Und was sie wahrscheinlich wirklich killen wird, ist hier die Frage von Bayer, der gesagt hat, ja, also 79% der Amerikaner gehen davon aus, dass das Land in einer falschen Richtung unterwegs ist. Nur 21% sagen, alles schick. Du warst, liebe Kamala Harris, ja jetzt in den letzten Jahren in der Administration und hast dafür die Verantwortung. Was sagst du dazu? Sagt sie, ja, Donald Trump war ja Präsidentschaftskandidat. Also das ist so schwach, so unterirdisch, dass natürlich hier man wirklich Zweifel haben kann und muss, dass diese Frau in der Lage ist, eine in irgendeiner Form selbstständig agierende Präsidentin zu sein. Ich glaube, so hart muss man es sagen. Und eins zeichnet sich ab, es sind vor allem Männer und schwarze Männer, die sich von Kamala Harris abwenden. Da sieht man einen ziemlich klaren Abwärtstrend noch. Obama mit riesiger Voterbeteiligung, gerade schwarzer Männer, das wurde dann schon bei Clinton weniger, wurde noch weniger unter Biden, ist jetzt noch weniger unter Harris, also ist ein Trend, aber ich glaube, Harris trägt auch noch viel dazu selber mit bei. Und wer wird die Wahlen wahrscheinlich entscheiden? Wahrscheinlich, so heißt es hier in einer Analyse, junge Wähler und schwarze Wähler, denn beide Gruppen haben weder Assets und sind stark betroffen von der Inflation, das heißt, die haben eben nicht diesen Ausgleich durch die massiv gestiegenen Vermögenspreise wie etwa Aktien. Junge Leute, da fehlt noch das Geld meistens, um Aktien zu haben. Und Schwarze eben, die rein, was die statistischen Werte betrifft, eben deutlich weniger an Aktien haben. Das heißt, die haben nichts davon, was jetzt zuletzt an den Märkten passiert ist. Die sind entsprechend frustriert. Und so sehen wir, dass eben die Zahl derjenigen, die sagen, ich bin viel schlechter dran als vor einem Jahr, nach oben geht. Diejenigen, die sagen, ich bin besser dran, geht nach unten. Und damit kann eine bestehende Regierung nur ganz schwer eine Wahl gewinnen. Also so spottet Babylon Bee nach dem Fox-Interview, bemüht sich jetzt Kamala Harris, ob sie wieder bei McDonald's anfangen kann. Das zeigt so ein bisschen, was da der Fall ist. Was ist der Fall an den Märkten? Wir hatten gestern ja gesehen, hier dieses Inside Bar. Wir haben ein ganz ähnliches Muster wie Anfang Juli. Damals ging es dann auch noch weiter nach oben. Wir haben jetzt übrigens gestern ein miserables Volumen gesehen, 30 Millionen SPY-Kontrakte. Wir haben jetzt, glaube ich, das niedrigste Volumen an einem Oktobertag seit dem Jahr 2020 gesehen. Aber heute könnte wieder gute Laune aufkommen, denn TSMC, der taiwanesische Chip-Hersteller, hatte die Erwartungen übertroffen, vor allem was jetzt eben die Q4-Sales betrifft, die Prognose angehoben. Das hat die Märkte vorbörslich, die US-Futures, deutlich nach oben gebracht. Das könnte heute nochmal so eine Semiconductor-Rally bringen, aber ändert nichts an der Frage, ja gut, womit wird denn eigentlich Standard Yield verdient? Also bis auf diejenigen, die eben hier letztendlich den anderen die Illusion verkaufen, dass man damit Geld, großes Geld verdient. Könne, denn hier sehen wir mal, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta alleine pro Quartal geben mehr als 60 Milliarden Dollar aus, pro Quartal, das geht ja schon eine ganze Weile, und die werden irgendwann erklären müssen, übrigens, wir verdienen auch Geld damit, und wo nicht, dann wird eben das irgendwann nicht mehr
sozusagen ein Spaziergang, dass irgendwelche Jubelmeldungen von Nvidia oder TSMC kommen. Und so sehen wir, dass die Märkte natürlich teuer sind. Buffett Indicator, der jetzt ein neues Allzeithoch erreicht hat. Wie praktisch oder im Bereich der Dotcom-Blasen-Situation ist, wir waren Anfang oder 2021 noch höher, als die Fed die Zinsen noch auf Null hatte und der Quantitative Easing betrieben hat. Also was wird da kommen? Wird das runtergehen? Hier der bösartige Nassim Taleb sagt, also die Märkte seien so fragil wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Die Märkte selber glauben ja, sie seien überhaupt nicht fragil, antifragil. Denn die Angst ist ja null da, Greed ist der Fall. Jetzt kommt dieser Schwarzmaler, auf die Sie bitte nicht hören sollen, und sagt, also hier, ich bin jetzt vor allem darauf fokussiert, mich gegen einen Marktkollaps zu hedgen. Ja, wo soll er denn herkommen? Beste aller Welten, wir haben KI. Und wir haben heute 14.30 Uhr dann Zahlen aus den USA. Philadelphia Fed Index, Erstanträge und vor allem die Einzelhandelsumsätze, das wird wichtig. Hier erwartet man eigentlich jetzt eine relativ gute Zahl. Mal sehen, wie das kommt. Bei 14.30 Uhr reinschauen bei der Finanzmarktwalter.de. Wir sehen hier, S&P Earnings Estimates gehen nach unten, die Preise gehen nach oben. Bei den europäischen Earnings Estimates sind wir auf einem Zwei-Jahres-Tief, aber die Aktienmärkte praktisch auf Allzeithoch, interessanterweise. Dann haben wir heute jetzt aktuelle Meldungen. Nestle cuts Full Year Guidance, also senkt den Ausblick. Pernod Ricard, Sales Drop as China and US Weakness Persists. Wir sehen ganz, ganz schwache Exporte aus Japan, hier die Grafik rechts. Also so viel spricht jetzt nicht für den eigentlichen Boom der Wirtschaft. Also versucht jetzt vor allem eines der Problemkinder, nämlich China, hier die Dinge zu lösen. Hier Auftritt des Immobilienministers, der jetzt versucht mit frischem Geld eben diesen Sektor zu stützen. 562 Milliarden Dollar sollen da reinfließen. Hier evident, also hier ein anekdotischer Bericht von Lingling Wei, die sagt, also ich habe mit der Freundin in China gesprochen, was denkt ihr über den Stimulus, und die fragen, welcher Stimulus? Also so richtig angekommen ist das in China selber noch nicht bei der Bevölkerung. Und hier sehen wir, was das eigentliche Ziel ist, neben dem Immobilienmarkt oder dass der Immobilienmarkt das entscheidende Ding ist in China, sehen wir auch eben an den Landverkäufen, die für die Provinzverwaltungen von entscheidender Bedeutung waren und da. Dadurch, dass jetzt diese Landverkäufe deutlich zurückgehen, gehen die Einnahmen zurück. Das heißt, die können ihre Gehälter teilweise nicht mehr zahlen, können Lieferanten nicht mehr bezahlen, diese Provinzverwaltungen. Also musste da jetzt etwas passieren, versucht man von dieser Seite her einzugreifen. Die EZB wird die Zinsen senken. Was da zu erwarten ist, 14.15 Uhr wird ja die Entscheidung kommen, 14.45 Uhr die Pressekonferenz. Das sehen Sie in diesem Artikel, gerne weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung, TSMC. Hier Wunderdinge aus Taiwan, der zweite Artikel. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.